Hallo, wir wollen den Bruch in eine periodische Dezimalzahl umwandeln. Dezimalzahl bedeutet Kommazahl und periodisch, dass sich irgendwas in den Kommazahlen anfängt, in die Unendlichkeiten zu wiederholen. Erstes Beispiel a7 Neuntel. Bisschen Grundwissen brauchen wir jetzt wieder. Ein Bruchstrich bedeutet nichts anderes als geteilt durch. Also müssen wir eine schriftliche Division ansetzen. Habe ich jetzt hier rechts in der Nebenrechnung schon gemacht. 7 geteilt durch 9 ist gleich. Ja, man geht wie folgt vor. Wie oft passt die 9 in die 7 rein? Nämlich 0 mal. Also schreiben wir im Ergebnis ein 0, ziehen die voneinander ab, 7 minus 0 ist 7 und holen die nächste Ziffer nach unten. Merkt, wenn wir haben keine mehr da, passieren zwei Dinge. Ich setze im Ergebnis ein Komma und es wird im Prinzip immer eine 0 hinten angefügt. Im Prinzip, man sagt immer, es wird eine 0 nach unten geholt. Also habe ich 70, wie oft passt die 9 in die 70 rein? Nämlich 7 mal, 7 mal 9 sind 63. Ziehe ich wieder voneinander ab, kriege ich wieder 7 raus, hole ich wieder eine 0 nach unten. Wie oft passt die 9 in die 70 rein? 7 mal, 7 mal 9 sind 63. Ziehe ich wieder voneinander ab, bleiben 7 übrig, hole ich wieder eine 0 nach unten, sind 70 und man merkt eigentlich schon, es geht hier immer so weiter. Ja, also hier ist eine Periode zu erkennen. Wie kann ich das anhand der Zahlen leicht herausfinden? Immer wenn sich dann anfängt, diese Subtraktion zu wiederholen. Ja, hier habe ich 7 minus 0, bleibt 7 übrig. Hier habe ich 70 minus 63, bleibt 7 übrig. Sobald das, was übrig bleibt, gleich ist, haben wir die Periode auch schon gefunden. Ja, hier steckt sie drin. Und hier können wir auch die soll ich sagen, Schrittweite oder die Größe der Periode bestimmen. Nämlich es ist im Prinzip hier ein Schritt drin, der rückwärts geht. Also ist die Periode eine Ziffer lang. Das bedeutet, wir haben hier als Ergebnis 0, Periode 7. Nächstes Beispiel. 43 Elftel ist gleich, wieder umwandeln, eine Division. 43 geteilt durch 11. So, wieder als Nebenrechnung ausrechnen. Wie oft passt die 11 in die 63 rein? Ja, 5 mal. Schreiben wir eine 5 hin. 5 mal 11 sind 55. Ziehe ich wieder voneinander ab. 63 minus 55 ist 8. Wieder eine Zahl nach unten holen. O ist keine da. Komma setzen im Ergebnis. Und wir fügen jetzt die 0 wieder an. Wie oft passt die 11 in die 80? 7 mal. Und 11 mal 7 sind 77. Ziehen wir wieder voneinander ab. 80 minus 77 sind 3. Ich füge wieder ein 0 hinzu. Wie oft passt die 11 in die 30? Ja, 2 mal. 11 mal 2 sind 22. Ziehe ich wieder voneinander ab. Bleibt Rest 8. Und an der Stelle merken wir schon, aha, hier hatte ich schon mal so ein, ich nenne es mal Rest 8. Hier unten habe ich einen Rest 8. Das heißt, hier haben wir wieder schon mal eine Periode. Und diesmal sind es zwei Schritte. Ja, 1, 2, das heißt, die Periode ist auch zwei Schritte lang. Also Hammer ist gleich 5, Periode 7, 2. So, nächstes Beispiel. 11 Sechstel. Ja, ist wieder 11 geteilt durch 6. Schreibe ich wieder als Nebenrechnung. 11 geteilt durch 6 ist gleich. Wie oft passt die 6 in die 11 rein? Einmal. Einmal 6 sind 6. Voneinander abziehen, bleiben 5 übrig. Nächste Ziffer nach unten holen, ist keine da. Das heißt, wir setzen ein Komma im Ergebnis und fügen eine 0 an. Wie oft passt die 6 in die 50? 8 mal. So, wieder voneinander abziehen. 50 minus 48 sind 2. Wir holen wieder eine 0 nach unten, beziehungsweise fügen eine 0 an. Wie oft passt die 6 in die 20 rein? 3 mal. 3 mal 6 sind 18. Voneinander abziehen, bleibt Rest 2 übrig. Und an der Stelle merkt man schon, ah, Moment, ich hatte doch hier schon einen Rest 2. Hier kommt jetzt nochmal ein Rest 2. Hier beginnt die Periode. Sie ist eine Ziffer lang, das bedeutet, wir bekommen als Ergebnis 1,8 Periode 3. So, nächstes, 43 Neunzigstel. Wir haben hier 43 geteilt durch 90, Nebenrechnung. Und es gilt wieder, wie oft passt die 90 in die 43 rein? 0 mal. 0 mal 90 sind 0, voneinander abziehen sind 43. Nächste Ziffer nach unten holen ist keine da, das heißt, wir setzen ein Komma im Ergebnis und fügen eine 0 hinzu.
Wie oft passt die 90 in die 430? Na, das sind 4 mal. Voneinander abziehen sind 70. Fügen wir ein 0 hinzu. Wie oft passt die 90 in die 70 rein? Ja, 7 mal. 7 mal 90 sind 630. Wieder voneinander abziehen. Und da bleibt Rest 70. Und jetzt merkt man schon wieder, aha, ich hatte hier einen gleichen Rest. Das heißt, die Periode ist gefunden. Sie ist einen Schritt lang, eine Ziffer lang. Das bedeutet, wir bekommen als Ergebnis 0,4 Periode 7. So, und noch als letztes Beispiel, 4 Neunzigstel, 4 geteilt durch 90, wieder als Nebenrechnung, 4 geteilt durch 90 ist gleich, wie oft passt die 90 in die 4 rein? 0 mal. Voneinander abziehen ist 4. Holen wir die nächste 0 nach, nächste Ziffer nach unten, ist keine da, das heißt Komma setzen und 0 hinzufügen. Wie oft passt die 90 in die 40 rein? 0 mal. Voneinander abziehen und eine 0 hinzufügen. Wie oft passt die 90 in die 400 rein? Ja, 4 mal. Das sind nämlich 360. Voneinander abziehen. Und dann merke ich jetzt schon wieder, aha, hier habe ich einen gleichen Rest. Das heißt, hier ist wieder meine Periode. Sie ist halt einen Schritt lang. Wir bekommen also als Ergebnis 0,0 Periode 4. Ja, und so geht das Spiel eigentlich immer die ganze Zeit weiter.